Nach 100 Metern links abbiegen. Bitte links. Nach 300 Metern links abbiegen. Bitte links. Verkehrsfunk exklusiv für Schleswig-Holstein. Der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung, und da ist wirklich jede Menge los auf den Autobahnen. Also der Urlaubsverkehr rollt. Erstmal Vorsicht bitte auf der A23 Hamburg Richtung Heidehöhe, Heizenbeck, Ruppunder. Dort gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Vielen Dank, Kim, fürs Bescheidgeben. Dann stockt es auf der A1 Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Lensam und Neustadt Mitte 8 Kilometer. Im weiteren Verlauf ab dem Kreuz Lübeck sind es nochmal 3 Kilometer und noch ein Stückchen weiter zwischen Öhendorf und dem Kreuz Süd 5 Kilometer. Hier ergibt die Echtzeitmessung mindestens 25 Minuten. Dann rüber in die andere Richtung, Hamburg Richtung Lübeck zwischen Bad Oldesloe und Rheinfeld 2 Kilometer und im weiteren Verlauf noch einmal ab Neustadt-Pelzerhaken 4 Kilometer. Dann stockt es auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg ab Bordesholm 8 Kilometer und im weiteren Verlauf noch einmal ab Hennstedt-Ulzburg ebenfalls 8 Kilometer. Die Echtzeitmessung ergibt hier mindestens 30 Minuten. Gegenrichtung Hamburg Richtung Flensburg zwischen Schnelsen und Bad Bramstedt 15 Kilometer Geschiebe. Die Echtzeitmessung ergibt hier mindestens eine Stunde Wartezeit. Dann im weiteren Verlauf zwischen Wader und dem Kreuz Flensburg nochmal 8 Kilometer. Noch ein Stückchen weiter zwischen Flensburg-Harrisle und dem Grenzübergang Dänemark 4 Kilometer. Dann haben wir noch ein bisschen kleinere Staus, A20 Rostock Richtung Lübeck, ab Lübeck Süd 4 Kilometer, A23 Heide Richtung Hamburg, ab Tornesch 8 Kilometer und auf der A215 Kiel Richtung Neumünster, ab Blumenthal 3 Kilometer. Und es wird geblitzt. Die neuesten Blitzer nur bei...
200 Metern rechts abbiegen. Bitte rechts.
Flensburg Richtung Hamburg. Zwischen Tarp und Schleswig-Schubi gab es einen Unfall, dort eine Sperrung, 5 Kilometer Stau. Die NR2-Umleitung geht über die U46. A7 Kassel Richtung Hannover, zwischen Seesen und Bokenem, 9 Kilometer Baustellenstau. A7 Hannover Richtung Hamburg, zwischen Rosburg-Wedel und dem Dreieck Walsrode, 15 Kilometer Stop and Go wegen der Baustelle. Sind sie relativ schnell durch, halbe Stunde dort Zeitverlust. A7 Hamburg Richtung Flensburg, zwischen dem Dreieck Hamburg Nordwest und Quickborn, 10 Kilometer stockend, auch dort 30 Minuten länger leider. Rüber auf die A7 Hamburg Richtung Flensburg, zwischen Flensburg und dem Grenzübergang Ellund, 5 Kilometer Stau, da sind Einreisekontrollen nach Dänemark, dort 20 Minuten Zeitverlust. 35 Minuten leider länger im Plan auf der A20 Rostock Richtung Lübeck, zwischen Groß-Sarau und dem Kreuzenbeck, 7 Kilometer Stau. A23 Heide Richtung Hamburg, zwischen Tornisch und Hamburg-Eidelstedt, 11 Kilometer Stop and Go, da brauchen sie circa eine halbe Stunde länger. A28 Oldenburg Richtung Bremen, zwischen Gandakesee Ost und dem Dreieck Stur, 8 Kilometer Baustellen. Stau. Halbe Stunde sind sie da durch. A29 noch Oldenburg Richtung Ahlhorner Heide zwischen Sandkrug und Großen Kneten. 5 Kilometer Stau. Da brauchen sie 15 Minuten länger. Und in Richtung Oldenburg zwischen Großen Kneten und Wartenburg 2 Kilometer Baustellenstau. Und die letzte Meldung kommt von der A352, wenn sie in Richtung A7 unterwegs sind, zwischen Langenhagen-Kaltenweide und dem Dreieck Hannover Nord 3 Kilometer Stau. Da wo es geht, gute Fahrt. Da
exklusiv für Schleswig-Holstein. Der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung und der stockt auf folgenden Autobahnen. A1 Lübeck Richtung Hamburg ab dem Kreuz Lübeck 4 Kilometer und weiter zwischen Höhendorf und dem Kreuz Süd 5 Kilometer. Dann in der Gegenrichtung zwischen Bad Oldesloe und Rheinfeld 2 Kilometer und im weiteren Verlauf noch einmal 4 Kilometer ab Neustadt-Pelzerhaken. Dann A7, Flensburg Richtung Hamburg, die ist zurzeit zwischen Tarp und Schleswig-Schubi nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung ist dafür sehr eingerichtet, es staut sich schon zurück 8 Kilometer und die Echtzeitmessung, die ergibt mindestens 40 Minuten Zeit. Im weiteren Verlauf noch einmal 4 Kilometer stocken im Verkehr zwischen Bordesholm und Neumünster Nord und noch mal ein Stückchen weiter zwischen dem Parkplatz Bönningstedt und Schnelsen 3 Kilometer. Dann in der Gegenrichtung stockt es zwischen Hennstedt, Ulzburg und Kaltenkirchen 3 Kilometer und im weiteren Verlauf ab Großem Aspen noch einmal 8 Kilometer Geschiebe. Die Echtzeitabmessung ergibt hier mindestens 30 Minuten mehr Zeit, die Sie brauchen. Dann noch einmal im weiteren Verlauf ab Wader 8 Kilometer und zwischen Flensburg-Harislee und dem Grenzübergang Dänemark 4 Kilometer. A20 Rostock Richtung Lübeck, ab Lübeck Süd 4 Kilometer. A23 Heide Richtung Hamburg zwischen Tornesch und Heizenbeek-Kopunda 8 Kilometer. Unsere Echtzeitmessung ergibt hier mindestens 30 Minuten. Und A215 Kiel Richtung Neumünster ab Blumenthal 3 Kilometer Geschiebe. Die neuesten Blitzer nur bei RSH. A23 Hamburg Richtung Heide beim Übergang zu B5. In Göhl, Edisonstraße, wenn Sie aus Oldenburg kommen. Und in Flensburg am Hafendamm wird geblitzt statt auswärts. Und Heike hat auch noch was. Was denn? Auf der L327, das ist von Hochdonnen nach Meldorf, und zwar Ostausgang Süderhassstedt, Richtung Krummstedt, und das ist ein 70er Bereich, und der ist so wunderschön versteckt aufgebaut. Und nochmal A7 Hamburg Richtung Flensburg, zwischen Flensburg und dem Grenzübergang Ellon. Sind es 5 Kilometer Stau wegen der Einreisekontrollen nach Dänemark. Da brauchen Sie etwa 20 Minuten länger. A20 Rostock Richtung Lübeck, zwischen Große Arau und dem Kreuz Lübeck sind 7 Kilometer Stau. Das dauert ungefähr 35 Minuten länger.
A23 Heide Richtung Hamburg zwischen Tronesch und Hamburg-Eibel steht. Stockt es auf 11 Kilometern, das dauert eine halbe Stunde länger. Und die AKN informiert noch, bis Montag früh 2 Uhr wird die Linie A3 zwischen Elmshorn und Ulzburg Süd eingestellt. Da laufen Gleisbauarbeiten und solange übernehmen die Beförderung da Busse oder Taxen. In der Eisfelder Nord, die
nach 300 Metern rechts abbiegen. Bitte rechts.
Ecke rechts und danach wieder rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bitte rechts.
Schleswig-Holstein. Der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung und es ist wahnsinnig viel los. A1 Lübeck Richtung Hamburg ab dem Kreuz Lübeck 4 Kilometer. Weiter in Richtung Süden zwischen Öhendorf und dem Kreuz Süd 5 Kilometer. Unsere Echtzeitmessung ergibt hier mindestens 25 Minuten. Dann die Gegenrichtung A1 Hamburg Richtung Lübeck zwischen